Ja, guten Morgen. Hier ist der Alois. Und ich bin jetzt auf meiner Morgenrunde, um zu meinem Mokkeler zu schauen. Und bei der Gelegenheit möchte ich euch mal zeigen, wie das so ist, wenn wir starke Regen haben. Wir haben also seit gestern eigentlich Dauerregen hier. Und was da passiert jetzt auf meine Albflächen, das kann man hier wunderbar sehen. Nämlich das Wasser kann einfach, oder der Boden kann einfach das Wasser nicht mehr aufhalten. Und dann läuft es hier irgendwann zu solchen Rinnsalen zusammen. Ja, wir sagen hier Rinner. Ja, und da entsteht dann ein Bach, der wo eigentlich sonst keiner ist. Und dann läuft das Wasser hier halt ab. Wir sehen es, da läuft es auch fröhlich. Da leitet es auch über den Weg drüber. Weil im Weg darf man das nicht runterlaufen. Und dann geht es halt irgendwo hier in die Bäche. Und was dann da unten mit unseren Bäche ist, das kann man da ein bisschen sehen, weil ja, es entstehen jetzt überall Seen, beziehungsweise was ich vorher so am Rauffahren gesehen habe, die Bäche, da ist zum Beispiel einer, ich zoome mal hin, ja, nicht so wackeln, die sind jetzt kurz vorm Rausgehen, das heißt, denen ihre Kapazität ist weitgehend ausgeschöpft. Und ja, jetzt hoffen wir halt, dass es noch mit dem blauen Auge geht, dass also das Wasser dann nicht rausgeht, weil sonst schauen wir halt in den Feldern auch noch die Sauerei. Ja, und was ich auch sagen wollte, also wenn ihr das so seht, diese Niederschläge, früher haben wir solche, also wenn meine ich mich zu erinnern, wo ich ein junger Kerl war, jugendlicher Kind war, dass diese Starkregen, weil das hat es alle paar Jahre mal gegeben. Aber mittlerweile haben wir diese Zustände eigentlich ein paar Mal im Jahr. Für mich bedeutet das, der Klimawandel, der ist Fakt, der läuft. Und genau mit solchen Extremen, die Niederschläge nehmen insgesamt zu, aber die Extreme nehmen zu. Entweder es ist trocken wie Sau oder es regnet dann wie Sau. Also das ist so. Und ja, was man da dagegen tun kann, das sollte man halt mal insgesamt besprechen. Auf jeden Fall, die Landwirtschaft alleine wird wohl nicht schuld sein, wenn ich an den ganzen Zeug da mit den Autokonzernen jetzt da denke. Und das sollte man wirklich mal intensiv diskutieren, weil ja, wir werden von diesen Auswirkungen mit Sicherheit betroffen sein. Ja, das wollte ich euch mal gesagt haben an einem so schönen regnerischen Tag. Ja, und dann unterschreibt die Petition. Vielleicht hilft es ja. Früher, vor 20 Jahren, hätte man einen Rosenkranz gebetet, aber heute macht man halt eine Online-Petition. So ändern sich die Zeiten. Also, macht's es gut. Pfiat euch.